They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to set. Guten Morgen zusammen. Jo, Samstag. Ich bin leicht erkältet und ja, beste Wetter draußen, eben durch einen Schneesturm gefahren und es ist eisekalt da draußen. Naja, beste Voraussetzungen für eine Radtour, würde ich sagen. Für mich geht's heute nach Germersheim. Wir haben jetzt 7 Uhr durch und ja, da werde ich den Rainer treffen und wir beide machen zusammen eine gemeinsame Radtour mit Übernachtung heute. Wohin es geht und warum wir das machen, das erzähle ich später im Video. Ich esse jetzt erstmal was, trinke einen Kaffee und dann geht es für mich weiter auf die Piste. Ich habe noch ca. 100 Kilometer zu fahren und ja, kann das Ganze entspannt angehen. Nach 2 Stunden Fahrt bin ich jetzt angekommen. Der Rainer, der ist noch nicht da, aber hinter mir könnt ihr sehen, da ist ein Wohnmobilstellplatz. Also ich hätte hier auch übernachten können, aber ich packe das Fahrrad ja jetzt vom Heckträger und werde da mein Zelt drauf packen und übernachte woanders. Das heißt, für mich kommt der Wohnmobilstellplatz nicht in Frage und ja, deswegen kann ich mir die 10 Euro sparen und stehe hier auf dem kostenlosen Parkplatz. Ja, ich hoffe, ich stehe nicht schon wieder auf dem falschen Parkplatz. Der Rainer und ich, wir sind ja Spezialisten drin. Und ich packe hier nicht alles schon umsonst aus und muss gleich nochmal auf einen anderen Parkplatz fahren. Naja, bin mal gespannt. Ich hoffe, er kommt gleich. So, der Rainer, der ist jetzt auch eingetroffen und ja, macht gerade sein Fahrrad fertig. Rainer, sag mal der Zuschauer hallo. Sag mal der Zuschauer hallo. Hallo, ich bin der Rainer. So, ihr seht's, er ist auch wie der blühende Frühling unterwegs. Und mehr wie hallo darf er wieder nicht sagen. Nein, wird ja rausgeschnitten alles, gell? Geht schon wieder los. Ja, wir sehen uns dann unterwegs von der Tour. Wir haben jetzt die Tour gestartet und sind unterwegs. Ja, der Rainer, der hat hier die Tour am Rechner geplant und wir wissen also nicht wirklich, was da kommt und lassen uns überraschen. Jetzt haben wir noch 75 Kilometer vor uns und ja, wie schon gesagt, wir lassen uns überraschen. Und 1 Kilometer hinter uns. Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es sind so circa 77, 80 Kilometer heute und ja, gehen wir die Sache mal entspannt an. Wir sind jetzt hier in dem Ort Lingenfeld oder Klingenfeld, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist mein Puls bei 138. Bisschen hoch, aber es wird auch jetzt langsam Zeit, die erste Jacke mal auszuziehen und ja, und jetzt hätte ich vor lauter Schwätzen die Abfahrt verpasst, aber ich habe hier den Rainer dabei, der mir das sagt und ich würde sagen, beim nächsten Halt oder hier ziehen wir mal die Jacke aus. Hier sind wir jetzt in den Altrheinauen und ja, Richtung weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich fahre dem Rainer hinterher und ja, warum machen wir heute die Tour? Wir wollen eine langjährige Abonnentin besuchen, nämlich die liebe Margit. Und ja, das ist eine Abonnentin, die hat dem Rainer seinen Kanal und meinen abonniert und das schon seit Jahren. Und als wir das letzte Mal hier am Neckar unterwegs waren,
hatten wir so gegrüßt, weil sie immer fleißig Kommentare schreibt. Und da haben wir uns gedacht, wir besuchen sie mal bei einer Radtour. Da haben wir dann die Möglichkeit, bei ihrem Garten zu zelten und ja, werden wir sehen, was der Abend bringt. Wir haben auf jeden Fall lecker zu essen dabei und wird schon werden, auch wenn es relativ kühl ist. Es war wieder eine glatte Lüge. Ja? Ich habe lecker Essen dabei. Er hat nur Spätzle dabei. Und Rotkohl. Und Kraut. Du willst also dein Gulasch ohne die Beilagen essen? Du willst ja Spätzle mit Rotkraut essen. Ich habe aber das ganze Bier dabei. So, sind wir uns wieder einig. Mittlerweile sind wir hier bei Speyer nach 17 gefahrenen Kilometern und ja, jetzt ist es auch nicht mehr so kühl. Es hat sich alles ein bisschen eingependelt und ja, den Dom, den werdet ihr wohl im Hintergrund nicht erkennen können. Nutzt aber auch nichts, den ran zu zoomen, weil ich habe nur die Osmo Action dabei. Jetzt stehen wir hier vor Speyer an einem Flugplatz, an einem kleinen, ich nehme an, so einen Sportflugplatz. Wäre natürlich schön gewesen, wenn jetzt ein Flugzeug startet. Da kommt der Rainer. Da steigt er mal verkehrt rumkommen. Die Hauptperson kam aus der Richtung. Ehrlich? Naja, auf jeden Fall kann ich euch kein startendes Flugzeug zeigen. Und jetzt geht's weiter Richtung Speyer. Hier an der Tankstelle sind wir jetzt noch mal deutlich näher an den Flugzeugen dran. Und ja, ich denke mal, jetzt konnte ich es wirklich einfangen, so dass ihr mal einen Blick drauf werfen konntet. Der Rainer ist gerade hier in die Tankstelle verschwunden, holt hoffentlich zwei Kaffee und dann machen wir hier erstmal ein kleines Päuschen. Ja, das Navigationssystem hat schon erkannt, wenn wir so weitermachen, kommen wir heute nicht sonderlich weit voran. Der Rainer hat es bei sich schon gesagt im Video, da müssen wir doch noch mit Licht fahren heute. So, wir haben jetzt unser Brezel gegessen und gucken raus und draußen ist es aber am Nieseln. Ja, gleich mal draußen sehen, ob wir die Regenklamotten anziehen müssen oder nicht. Aber so wie es aussieht, ist das wirklich nur so dünn Gefussel und wir können so weiterfahren. Hier fahren wir jetzt unmittelbar an dem Technikmuseum in Speyer vorbei und ja, hier gibt es echt viel zu sehen. Ich war hier vor Jahren schon mal mit meiner Frau und ja, kann ich nur empfehlen, wirklich eine tolle Sache. Ist das, dass wenn du mit mir fährst, dann regnet es immer. Ja, das weiß ich. Da bin ich voll drauf eingestellt. Ich habe alles an Regenkleidung, was ich finden konnte, zu Hause mit eingepackt. Das ist. Weißt du schon mal. Aber während du mich filmst, filmst du nicht im wunderschönen Dom von Speyer. Ja. Ich meine, ich bin natürlich schöner, das ist richtig, aber. Eben. Ich kann ja deine Aufnahme nehmen. Okay. So, jetzt dürft ihr auch noch den Dom zu Speyer. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der Kerl hier hinter mir Fahrradfahrer abschrecken soll oder Fahrradfahrer einladen möchte. Naja, wir werden es heute nicht rausfinden, aber eine ganz witzige Idee. Sieht lustig aus.
Hier der Graupelschauer, der hat einen großen Vorteil. Zum einen hat man keine Regentropfen auf der Linse und zum anderen wird man nicht so nass. Also Regenklamotten brauchen wir keine anziehen. Aber ganz ehrlich, das hier, das muss jetzt auch nicht sein. Guck mal, ich werde schon wieder gefilmt, seht ihr das? Rainer, was meinst du? Ideale Wetter zum Fahrradfahren? Besser geht nicht. Besser geht's nicht, ihr habt's gehört. Ach, ist das schön. Jetzt sind wir 50 Kilometer knapp gefahren und sind hier kurz vor Mannheim. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch in Ludwigshafen sind. Auf jeden Fall ist es so, dass wir immer noch nichts gefespert haben, besser gesagt gegessen. Und wir haben schon 20 nach Eingleich. Wird langsam Zeit für eine Pause. Aber hier in der Stadt wird es halt echt schwierig. Wir sind jetzt hier an der Rheinpromenade in Ludwigshafen, an der Ludwigshafener Walzmühle direkt, was auch immer das sein mag, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Und jetzt zeige ich euch einen gravierenden Unterschied zwischen Gravelbike und Trekkingrad. Hat der Rainer ganz demonstrativ da frei hingestellt und wisst ihr auch warum, weil er einen Ständer hat. Oh nein. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. Ich musste mein Fahrrad anlehnen, weil ich keinen Ständer habe. Und ich würde sagen, das war jetzt wieder so ein Scheiß geschwätzt. Jetzt essen wir und trinken mal was. Jetzt. So, Freunde, jetzt mal ein richtig netter Mensch hier auf diesem Video. Der Dirk darf sich jetzt raussuchen, entweder ein Bärbier oder ein, wie heißt das hier? Keine Ahnung, ein deutsches Pilsner. Was? Für was bist du? Ich nehme das deutsche Pilsner. Das deutsche Pilsner, ja. Dann trinke ich das Bärbier. Ah ja, es wurde schon gefragt, warum man so drauf klopft. Das macht man, damit es nicht schäumt. Ob genau. Das so funktioniert, weiß ich nicht, weil ich probiere es ja nicht ohne Klopfen, weil sonst seht es ja schäumen. Richtig. So, zum Wohl. Zum Wohl. Habe ich jetzt schon wieder zu viel geschwätzt? Nee, genau richtig. Und jetzt kommt sogar die Sonne raus. Das ist doch perfekt. Einwandfrei. Und das bei meinem Eisbärbier hier.
Wir sind jetzt aus dem, ja, ich würde mal sagen, Rotlichtviertel raus und hier links neben uns ist der Neckar vermutlich. Rainer, hast du dich da wohl gefühlt in der Ecke? Ja, war doch wunderschön. Ich habe nur ein Problem gehabt, dich aus dem Rotlichtviertel wieder rauszubringen. Ach, so war das! Ich habe gemeint, du lass uns bis heute Abend mal hier bleiben. Das wird bestimmt spannend. Ja. Ja. Leute, ich kann euch sagen, also jetzt nochmal in die Kamera. Ich bin echt normalerweise kein Angstschisser, gell? Aber da hätte ich mir mein Pfefferspray gewünscht, was ich zu Hause vergessen habe. Das ist ja, das ist schon krass, ey. Da ging richtig was ab. Ich bin mal gespannt oder wäre gespannt, ja, das abends mal zu sehen und zu erleben, was da in diesen Gassen los ist. Hammer, da ist Koblenz ein Dorf gegen, echt. Wir sind jetzt kurz vor Iffelsheim und ja, was das hier für ein Fluss ist, Kanal, keine Ahnung. Rainer, weißt du das? Ja, ich schätze mal Neckar. Ja, Neckar? Ja, oder so ein Neckararm. So. Ja. Könnte eher der Neckar sein, ja. Also nehmen wir mal an, ist der Neckar und wie gesagt, für uns geht es jetzt weiter nach Iffelsheim und wir suchen uns jetzt irgendwo, wenn es trocken bleibt, nochmal ein Plätzchen, um uns vom Gepäck her zu erleichtern. Ja, der Rainer, der hat hier von der Brücke aus direkt eine Bank gesichtet und wir sind früh genug dran. Und jetzt lassen wir hier noch ein lecker Bierchen rein, gell? Ja, aus meiner Tasche, gell? Ja, jetzt tut er so, der arme Kerl. Er ist dabei froh, dass er das Gewicht los hat. Ja, wenn wir in die Berge fahren, da sagt er immer, komm, ich gebe Bier aus. Weißt? Hier in der Ebene sagt er, trink mal von dir, alles gut. Genau, ja, gewusst wie, ne? Zum Wohl. Ja, hier ist wieder richtig schön. Eben noch im Graupelschauer gefahren und jetzt scheint die Sonne. Perfekt. So, wir sind jetzt wieder unterwegs nach der Bierpause und wir haben jetzt so knapp noch 12 Kilometer bis zur Margit. Ja, die Sonne scheint. Es ist zwar ein eiskalter Wind, aber die Sonne, die tut jetzt richtig gut und die Bewegung wieder. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns später bei der Margit aus dem Garten wieder. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob wir hier durch die Stadt, durch Ladenburg durchkommen, aber was ich auf jeden Fall noch mal sagen möchte, Ladenburg ist eine Reise wert. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid, dann solltet ihr euch die Stadt unbedingt mal anschauen. Wirklich toll. Jetzt haben wir die letzten 2-3 Kilometer und ja, der Endspurt hier auf einem schönen asphaltierten Weg und bei herrlichem Wetter, Sonnenschein, wirklich einwandfrei. Das passt jetzt zum Abend. Und dann nachher ein lecker Zeltaufbaubierchen. Freue ich mich drauf. Ja, jetzt seht es an meinem Gesichtsausdruck. Wir haben es jetzt nach 80 Kilometer geschafft. Die letzten 2 Kilometer sind wir ja schneller gefahren, weil die liebe Margit uns was Kühles versprochen hat. Und ja, im Hintergrund, da seht ihr sie. Unsere Übernachtungsspenderin und Spenderin hier für das liebe Bier. Ja. Margit, ja, schön, dich mal kennenzulernen. Herzlich willkommen. Schön, euch auch in echt kennenzulernen. Ja, ja. Da würde ich sagen, genug geschwätzt. Genau, Prost. Prost, zum Wohl. Und jetzt bauen wir unser Zelt auf. So schnell ist es geschehen. Ihr könnt sehen, ich habe mein Zelt schon aufgebaut. Ja, es ist so, die liebe Margit, die hat uns angeboten, hier zu übernachten und zwar schön im Warmen. Draußen fängt es gerade an zu regnen und ja, da wäre es Quatsch, wenn wir draußen ein Zelt aufbauen.
Und so haben wir hier jetzt die Möglichkeit, unsere Thermarestmatte auszubreiten, den Schlafsack. Ah, richtig klasse. Also wirklich toll. Das ist heute Clamping. Komm her. Hier ist der Mann mit der Leuchte. Der Rainer und ich, wir müssen hier jetzt nicht das Zelt aufbauen, aber trotzdem müssen wir uns hier einen Schlafplatz aufbauen. Und was bei so einem Schlafplatzaufbau nie fehlen darf, das ist ein Aufbaubier, gell? Oh nein. Deswegen, ja. Wir tauschen. Jetzt wird's echt. Echt. Ja, was wird's jetzt? Gemütlich. Nein, jetzt wird's schwierig. Jetzt gibt's schon wieder Menschen, die zählen. Ach so, du meinst wegen dem. Aber das Schöne ist, die zählen für mich, weil ich zähle ja nicht. Und ich kriege dann immer Kommentare, wie viel ich getrunken habe. Das ist immer richtig. Boah, ey, nice. Ja, ich habe es geschafft. Super, zum Wohl. Boah, das Klumpbare ist aber auf das Bier jetzt nicht so gut, ehrlich gesagt. Nee, was hatten wir? So ein Helles. Ja. Ne? Bayerisch Helles oder sowas. Das war besser wie das Klumpbare. Ja, jetzt meckert er auch noch. Aber zum Aufbaubier geht's, ne? Ja, gut. Oder? Schläfst du hier und nicht in dem Raum oder erträgst du mein Schnarchen? Ich hätte gerade dein Schnarchen. Also wir können auch gerne in den 25 Quadratmeter Raum hier. Okay. Ja, wir packen jetzt mal aus und bauen auf, gell? Genau, so machen wir's. Ja, jetzt haben wir uns gerade überlegt, wir haben hier alles, wir haben hier einen Herd, wo wir die Drangia-Töpfe draufstellen können, Küche mit Licht, was sollen wir uns raussetzen, im Drangia kochen, nee, das machen wir jetzt hier in der Küche, alles vorhanden, einmal frei, ja, Luxus. Der Mensch hat immer ein Bier in der Hand, was ist mit dem los? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, super. Richtig klasse. Und jetzt habe ich Hunger. Ich weiß ja nicht, was Dirk hier macht, ob er die Bierdose filmt oder was. Weil die Kamera, die läuft und läuft hier. Aber das liegt vielleicht am Bierkonsum. Ja, ich habe jetzt hier einen neuen Sponsor, IG Metall. Hast du meine Kamera angemacht? Nein! Die ist die ganze Zeit gelaufen. Also. Das gibt's doch nicht. Der filmt mit meiner Kamera. Nein. Unglaublich. Ich filme nicht, die Kamera filmt. Achso, okay, ja. Also gut, jetzt noch eins auf so einem großen Kanal, wie der Dirk hat. Dieses Video ist sponsored bei Hirschkopfmetzgerei. Hier ein lecker Gulasch von der Hirschkopfmetzgerei Freudenstadt. Das hast du schön gemacht. Schön Werbung verpackt, ja. Großer Kanal. Ja, das Kochstudio hat jetzt eröffnet und ja, wir haben hier schön ein Ceran-Kochfeld. Da können wir uns die Töpfe ausbreiten. Ich mache jetzt Spätzle und Rotkraut. Der Rainer macht den Gulasch warm und dann können wir lecker essen. Und sein so, neues Video ist online. Ich ins Bild hier bei meinen Abonnenten. Oh, schau mal. Dirk on Tour. Kleine Runde mit Gegenwind. Naja, kleine Runde ist ja klar. Eine große hat er noch nie geschafft. Werbung ist ja auch klar. Machst du das eigentlich nur noch für Geld hier, oder wie? Ja, ausschließlich. Jetzt nur. Käst mich an, ehrlich. Wie viel Rotkraut hast du eigentlich gemacht? Oh, das sind 680 Gramm. 680 Gramm. Da kann sich zahlen, eigentlich abnormal. So, jetzt geht's los. Yay! Guck dir das an. Was eine tolle Musik hier. Mhm. Gefällt mir. So, jetzt können wir loslegen. Was soll ich denn hier? Na, wie aus. Aber trotzdem, also die Windkurve war auf jeden Fall genial.
So, weiter geht's. Aber jetzt auf Asphalt. Ja, da sitzen die zwei Opfer hier. Naja, also heute sind wir wirklich keine Opfer. Heute können wir nur genießen die Wärme hier drin. Das absolut leckere Gulasch, also das ist echt perfekt. Also, genial. Die Dosen sind ja echt teuer. Ja. 7 Euro oder 7. 7 Euro. Ja. Wirklich genial. Aber wirklich lecker. Ne? Perfekt. Ein super schnelles, einfaches Abendessen, wirklich. Das ist, der Wolfgang wird sagen, 3-Sterne-Gastronomie. Dazu noch ein Kruppfalzbräu. Ah, okay. Von der Kruppfalzbräu ist. Von der Margit. Vielen Dank. Und zum Wohlwo, guck mal, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, das sieht nachher richtig super aus. Ich gucke in meine Kamera. Ich guck jetzt mal in meine, ja. Ich gucke in deine, ja. Die Hauptkamera. Das ist die zum Wohl-Kamera. Und jetzt gucken wir in die Nebenkamera. Okay. Zum Wohl. Und dann natürlich vielen Dank an der Horst für dieses wirklich absolut leckere Gulasch. Und das ohne Werbung zu machen. Absolut. Ja, nichts sagen. Ich würde es jetzt nicht mal. Ja, während sich Rainer jetzt von mir auszieht, was ihr natürlich nicht sehen könnt, will ich mich an der Stelle hier heute für den Tag verabschieden. Ich sag zu euch gute Nacht, Leute. Wir sehen uns morgen wieder auf der Rücktour. Dann sind es nochmal 50 Kilometer. Der Rainer, der hat Nachtschicht, nennt man das, gell? Ja. Ja, und deswegen müssen wir ein bisschen schneller radeln. Ja, wir sehen uns morgen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Gutes Nächte. Guten Morgen. So, die Sonne lacht. Wir hatten eine angenehme Nacht hier und ist doch wesentlich besser gewesen, als im Zelt zu schlafen. Schön im Trockenen, im Warmen. Und ja, wir packen jetzt zusammen, oder besser gesagt, wir haben schon zusammengepackt und fahren jetzt gemeinsam zu einer Bäckerei. Und von da aus geht's dann weiter, wieder zurück zu unseren Autos nach Germersheim. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Ja, ein richtig schöner kleiner Ort hier und wir haben unsere Bäckerei jetzt gefunden und ja, ich muss aber noch mal kurz zurück, weil das war gerade so schön und da mache ich doch noch mal eine Aufnahme. Today's gonna be a good day, wake up. Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons. Ja, jetzt kriegen wir hier auf dem, ja, wie nennt man's, Hof, Pferdestall. Genau, noch eine kleine Führung. Und ja, die Melli, die hätte wirklich ihren Heidenspaß hier gehabt. Und da ist schon der erste Gast. Ja, hier haben wir schon eine Hausnummer größer. Hier haben wir jetzt den Alf. Und was sagen die zu dir? Du hättest eine schiefe Nase.
Vollkommener Blödsinn, gell? Wir sind jetzt hier in Heidelberg und ja, fahren direkt über den Neckar und wirklich schönes Wetter. Und an der Stelle möchte ich natürlich nicht verpassen, mich nochmal bei der Margit zu bedanken. Ganz, ganz lieben Dank, dass wir bei dir übernachten konnten, du uns die Wohnung zur Verfügung gestellt hast. Ja, und natürlich für die leckeren Getränke. Ganz herzlichen Dank nochmal. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. So I'm a fake. Wir sind jetzt hier noch in Heidelberg und das ist unsere letzte Stärkung für den Rückweg. Haben so 44 Kilometer, glaube ich, noch und naja. Aber dann nach dem Kaffee hier geht's wirklich los. Von mir aus könnte der Radweg jetzt so bleiben. Wir sind aus Heidelberg raus und ja, auf so einem mega breiten, flachen Stück unterwegs. Super asphaltiert, einwandfrei. Aber jetzt stecke ich die Kamera mal weg, weil wir müssen langsam mal ein bisschen Strecke machen. Haben noch gut 38 Kilometer zu fahren. Und ja, einfach mal ein paar Meter machen. Hier müssen wir jetzt doch mal Halt machen. Wir sind jetzt hier am Hockenheimring und ja, leider können wir nicht auf die Rennstrecke gucken. Vielleicht kommt das noch. Wenn ja, werde ich auf jeden Fall eine Aufnahme machen. Aber man hört hier auf jeden Fall die Motoren dröhnen. Jetzt ist gerade still. Ja. Ja, hier sind wir jetzt direkt an der Rennstrecke dran. Wie gesagt, einen Blick auf die Rennstrecke konnten wir nicht erhaschen. Aber wir sind hier an der Haupttribüne. Gegenüber steht schon ein Ferrari parat. Ja, recht interessant. Ja, rechts neben mir, ich hoffe, das konnte man auf der Kamera erkennen, da sind lauter Brutstätten von Störchen, Klapperstörchen, echt der Hammer. Ich hoffe, man hat das Klappern gehört. Ich versuche es mal ranzuzoomen. Fantastisch, wirklich toll. Alle Junge gehabt und echt der Hammer. So viele Störche auf einem Haufen habe ich wirklich noch nie gesehen. Wir haben jetzt noch 18 Kilometer zu fahren und ja, dann war es das für heute. War ein anstrengender Abend und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch gleich froh, wenn wir am Auto sind. Ist anstrengend nach so einem Abend. Kilometer waren es heute noch, wir sind durch. Absolut, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war toll, oder? Ja, also auf jeden Fall. Hat richtig Spaß gemacht. Gestern war es super, der Abend gestern war super. Vielen Dank nochmal an die Margit. Es war wirklich absolut spitze Sache. Vielen Dank an der Horst fürs Essen und auch für alle anderen, die jetzt reingeschaut haben. Genau, ich schließe mich dem ganzen Dankeschön an. Oh, war echt eine super Tour. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja, macht's besser. Ciao. Ja.